Ich würde gerne mal dieses Metallica hören, weißt? Wie das Lied Ain't My Batch. Und damit herzlich willkommen bei Salvation Project. Irgendwie so ein Kermit der Frosch Horror Game oder so, muss ich gleich husten. Keine Ahnung, warum es halt. Wir schauen uns das einfach mal an. Also, es hat auf jeden Fall so einen PS1-Look. Hi, Kermit. Ladies and Gentlemen, welcome. Ich weiß nicht, habe ich das zu leise jetzt? Ich hält, hab meinen Sound ausgehabt. Mein Name ist Seth. Unsere Public Service Announcement heute, also die Ankündigung, dass ihr Fears. This program is brought to you by the Salvation Project. Ja, das ist schön. And what fear are we going to be discussing today? Keine Ahnung, welche Angst. Angst vor solchen Glubschaugen. Spinnen. That's right. Satanism. Ja, genau. Genau. Satanism is a great danger to our citizens. And we all should be on our toes. It's a danger to our souls, to our world, and our way of living. Wir reden nicht mehr von Spinnen. And this danger strikes where it hurts most. Our children. To make sure your kids are safe, you should locate the satanic objects in your household before it's too late. Also diese Objekte alle finden, keine Ahnung, einen Müllbeutel schmeißen und raus aus dem Haus. The typical satanic object includes satanic audio tapes. Satanic posters or satanic books. Gibt's auch noch was anderes? Beware, these can be hidden in plain sight. And on that, we wish your family luck in searching and destroying the threats inside your home. Be careful, because if you don't care, they will. Wer sind Sie? This has been a broadcast from the Salvation Project. Until next time, Seth out. Kermit, out. Ach komm, der schaut aus wie Kermit der Frosch. Lass mir einfach mal rüber. Also wir müssen jetzt alles... in dem Raum, Zimmer von ihrem Sohn könnte so satanistische Objekte sein. Müssen wir gleich nachschauen. Wow, das ist mal anders, das Spiel. Da ist ein Kreuz. Da ist ein Feuerzeug, das ist schön. Da ist ein Telefon. Wow, okay. Diese Hand. Ja, geh mal einfach mal nach. Du hast selbst bei Treppen... Oh Gott, du hast selbst bei Treppen einen Ladebildschirm. Oh, das ist ein schönes Haus. Ich muss da nicht hingehen. Ja, wo dann? Da mal Licht. Okay, sehen wir zumindest mal. Ist das hier das Zimmer von ihrem Sohn? Warum ist es eigentlich alles so finster? Warum sehe ich, keine Ahnung, nur 3 Meter weit? Rulebook. Ah, für Dungeons and Demons. Das ist ein Regelwerk. Mitnehmen. 2 weitere Objekte, die wir finden müssen. Keine Ahnung, ich nehme das einfach mit. Weil Grund... Ah, da ist bestimmt was... Ist das Metallica? Natürlich ist das Metallica. Mentallica natürlich. Nicht Metallica. Mentallica. Habt ihr davon schon gehört? Jetzt habt ihr davon gehört. Sieht sehr satanisch aus. Ist gefährlich. Ein weiteres Objekt. Das Poster. Mentallica. Natürlich, dieses Poster auch weg. Ein Poster. Was für ein schreckliches Poster. Ich nehm's besser runter. Das ist alles. Ach, das verbrennen wir im Ofen. Wow, der hat einen genialen PC hier. Okay. Ich würde gerne mal dieses Metallica hören, weißt? Wie das Lied Ain't My Batch. Oder Ain't a Batch. Oder Enter Dayman. Kennst du die Lieder nicht? Solltest du euch das mal anhören? Metallica. Enter Dayman. Oh, wo ist die Garage? Könntest du? Nee, das nicht. Ja, wenn da Dämonen draußen wären, da kann ich mir nicht raus. Nee, nee. Jetzt hier in die Garage? Ja! Schön verkleidete, zudeckte Auto. So, was war's? Furnace. Ja, genau, man hat da so einen riesen Ofen. Genau. So, das Poster, das Regelwerk und die CD. Burn, burn, burn! Ja, für Satan gibt's keinen Platz in meinem Haus. So, Job ist erledigt. Jetzt können wir in der Nähe vom Fernseher wieder uns ausruhen. Hier geht's zurück, rück. So, lasst uns nieder. Was ein sehr wichtiges Ereignis war heute. Jonathan Wusus. Er hat eine Rede gehalten. Dann hören wir uns das mal an. Hi, Kermit. Ladies and Gentlemen, welcome. Welcome.
My name is Seth, and today's public service announcement is dedicated to energy consumption. Energieverbrauch. This program is brought to you by the Salvation Project. Wenn man's so nicht weiß. So, as we previously stated, energy consumption is an extremely important issue. Ja. However, sometimes we have to ignore it to protect ourselves from the evils of the world. As you all know, Satanism has started to rapidly grow in our communities. Since our last program, many of our viewers relate to us their successes of protecting their house from the devil's propaganda. Dazu zählt auch das Metallica-Poster und die Kassette. But that is not enough. As Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." The devil comes at the devil's hour. But using science, our specialists discovered that the correct time of the devil's hour is 8 p.m. So früh? The devil fears the light. Even the smallest darkness can bring the devil. So we shall shine the light on it and bring safety to our homes. Ich hab doch alles da Licht durchflutet. We implore you, turn on every light in your home until 8 p.m. and make your house safer. The devil shall not pass. Be careful, because if you don't care, they will. Okay, dann mach mal überall Licht an. This was a Salvation Project program. Until the next time, Kermit out. Ich frage mich gerade, ob die Lichter dann aber aus sind. Irgendwie finde ich es gerade interessantes Horror-Game. Ich glaube, die Lichter sind also überall aus. Oh, es ist fast 8 Uhr. Ich sollte was tun, bevor es zu spät ist. Ach so, nur im Schlafzimmer die Lichter anmachen. Wieso macht man nicht einfach überall das Licht an? Ja, es ist überall wieder aus. An. So, hier kommt er schon mal nicht rein. Der Divey. Der kommt hier nicht rein. Ha! Was machst du jetzt, du Divey? Ich hab überall das Licht. Das Licht habe ich vorher angehabt. Na, dann ist halt wieder aus. Ha! Licht an! So. Gut. Alles safe. Was für eine Energieverschwendung gerade. Wo ist hier Lichtschalter? Ach, lol, da. Oh nein. Ja, wir haben so viel Strom jetzt verbraucht, dass wahrscheinlich Stromgenerator aus ist. Okay, dann gehe ich halt schon in die Garage und mache halt das Ganze wieder. Piup! Moment. I'm on the way. To the garage. Wo war die? Der Divey! Habt ihr gesehen? Es war der Divey! Okay, egal. Und hallo! Es war so dunkel. Und da war definitiv was. Ja, aber das Licht haben sie wieder zurückgebracht. Babal. Hier ist kein Licht, Kollege. Will ich nur so erwähnen. Das war's schon. Ich kann jetzt einfach wieder mich ausruhen. Habe ich überall Schlüssel? Kermit, was machst du hier? Bist du nicht immer im Fernsehen? Well, hello there, Mrs. I believe you found yourself in a bit of a situation. Nö, der Divey ist halt nur hier. Was machst du hier? Wie bist du hier reingekommen? Why? Mrs., this is an emergency. And a big one, I might say. Ja, Notfall. Oh. I came here to help you get rid of the demons in your home. I see you've been watching my programs and following them. Ja, das stimmt. And you have correctly identified that Satan is the root of all problems. Satan is very much real and is nearing your home. Perhaps you noticed the signs already. Ich habe nur einen Divey da gesehen, ja. The lights, your son's behavior, and however more that you don't notice. And I am here to help you with the protection of your home. Okay, also der will uns helfen. Warum, aber warum ich? Ist nicht jeder in Gefahr? Warum mir speziell helfen? Silly, I am helping everyone. I've already helped countless people, and you are just another lucky child of God, who gets the special treatment. Das ist ja schön. It was hard for your nerves today already. Go to sleep now. I will guard it with my life. After you wake up, there is much to be done. Okay, der wacht über uns. Er verteidigt uns mit seinem Leben. Der Kermit.
Und jetzt haben wir noch eine Glotze auch noch, weißt? Welcome everyone. My name is Seth, and today's public service announcement is dedicated to the signs of Satan in your house. Ich finde es eigentlich schon cool umgesetzt, das Spiel. This program is brought to you by the Salvation Project. As you should know, the devil is coming, and we should all be protecting ourselves and our loved ones from the devil. Ja, sicher. Check your windows. Check your windows. Board them up. Board them up. Mach ich ja, also Fenster verbarrikadieren. Satan shall not pass. Check your crosses. Make sure they are not inverted. Check your mirrors. Cover them up. Satan shall not pass. Satan. Ist ja gut. Be careful. Because if you don't care, they will. This was a Salvation Project program. Ja, tschüss. Nicht cheers, sondern tschüss. Also, Spiegel verdecken, Kreuze umdrehen und Fenster verbarrikadieren. Hi, Kermit. What a charmer, huh? Sure is an energetic fella, but he is right. You should get on your feet and start covering them windows. Mach ich. Check your garage for instruments and materials. You're bound to have something. I also remember you having a cross in here nearby, as well as a mirror in your room. Was du alles weißt. So what are you waiting for? Go, go, go! Als ob ich hier unter Zeitdruck bin, hey. So, ich mache hier erstmal das Licht an. Kann ich mit ihm nochmal reden? Maybe check your garage for instruments and I also remember. Okay, der wiederholt nur. Oh ho 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 ho! Oh mein Gott! Es wurde umgedreht! Wie er gesagt hat. Ja, das werden wir ändern. Blub. Das ist besser. Aha, es gibt. Wie ist es, ich sofort weiß, dass da noch ein Kreuz existiert? Ja, okay, aber die wohnt ja schon die ganze Zeit hier. Soll ich erst hochgehen? Ja, erstmal in die Garage. Der Davey, wo ist er? So. Ja, Hammernägel. Die Bretter finden müssen auch hier irgendwo sein. Die Bretter, die Welt bedeuten, die sind gleich nebenan. So. Und damit jetzt jedes einzelne Fenster verbarrikadieren. Bretter, weiß schon. Ich muss alle Fenster finden. Sonst kommt der Davey mich holen. Glitscht er ein bisschen? Ich hab gedacht, wenn das Licht an ist, kann er nichts tun. Oder was heißt nichts tun? Keine Ahnung, wird er da schwächer? Er hasst ja das Licht. Oh, da sind einige Fenster. Noch 6 Stück. Zack. 5. 4. 2. Zack. Hat jemand geklopft oder waren es gerade die Bretter? Ah ja, es waren die Bretter. Noch 2. Was du alles machen musst hier, hey. Raus. Kreuz. So, wir haben jetzt kein Kreuz mehr, was umdreht ist. Und ein Fenster haben wir noch. Dann ist die Gefahr gebannt. I hope. Der Spiegel. Ja, ich muss ihn verdecken. Ich kann mir nicht erinnern, dass ich eine Decke mitgenommen habe. Okay. So. Fenster verbarrikadiert. Wir haben Spiegel und so weiter. Ja, das müssen wir zu Kermit. Was? Was war das? Hä? Ist es nicht hier? Was redest du? Hä? Ich habe jetzt gerade nichts mitgekriegt. Wieso ist es dunkel, by the way? Nein! Der Davey! Der Davey! Der Davey, kommt her! Der Davey hat mich geholt. Nee, lol. Bin unbesiegbar. Mich holt keiner. So, Licht an. Raus. Runter. Keine Ahnung, irgendwohin. Zu Kermit. Ja, das klingt gut. Das klingt nach einer guten Entscheidung. I see you have completed your mission. Haben wir. And most importantly, you are still alive. Wurde zweimal attackiert. Wie kannst du so unsensibel sein? I am not insensitive. I'm just doing my job. And my job is to keep you safe. Mrs., you should not anger the one who gives you salvation. Ist ja gut. You look tired. You should go to sleep. Aber ich will nicht schlafen gehen. Ich will es verstehen. Vielleicht ist er hinter dem Ganzen auch. Oder steckt hinter dem Ganzen. Go to sleep.
Ich glaube, er steckt hinter allem. The Kermit. Ich werde ihm wieder die Muppets anschauen. Hey there, Mrs. I see you're back again for the Daily Wisdom. Was ist das für eine Musik? You are under attack. Was? Your life is under attack. Wieso? Wir haben doch alles gemacht. Your soul is under attack. We have to go for the nuclear option. You have to call for help. Luckily, our manager knows the correct ritual to summon a guardian angel for your home. Was? Do it now. Do it now. Okay, dann machen wir das halt mal. Ah, Kermit ist auch wieder da. Also das haben wir nicht nur im Fernsehen, sondern auch nur hier. Focus now. Get the chalk and candles from storage. Lighter from the kitchen and don't forget the lighter. Ja, ja, ist ja gut. The storage room is right across the corridor. Then, and only then, get back to me. And we'll begin the ritual. Wow, siehst mal, wie hier alles rot geworden ist. Feuerzeug habe ich nämlich schon gesehen. Ist ja gut. Vielleicht stimmt da doch was nicht im Haus. I don't know. Lol. Papierschnipsele. Achso, ich muss es schnell machen. Zack. Habe ich alles? Ich glaube, ich habe alles. Der hat doch mehr gesagt als Kreide und Feuerzeug. That's it. Oh, nee. Now draw the sacred pentagram and place the candles on the edges of the forsaken star. Ich hab doch gar keine Kerzen. The Lord demands it. The Lord is coming. Ist gut, Kermit? Yes. Yes. Now the time has come. Ich wusste es doch. The Salvation Project. It is finally completed. Hollow Star has awakened, and you were its originator! Perish, you naive witch, and succumb to the will of our Dark Lord! Ich wusste doch, dass er da im steckt. Ja, jetzt haben wir einen herberufen. Hä? Am Ende haben wir nur alles träumt, lol. Das wär's jetzt noch. Was passiert hier? Was bin ich? Ja, schon wieder du! Und das war Salvation Project. Nee, doch, eigentlich recht cool gemachtes Game. Nee, fand ich echt nicht schlecht gemacht. Auch mit dem Look, das hat mir richtig taugt. Und das Spiel hat sich natürlich beendet. Nee, aber echt nett gemachtes kleines Horror-Game. Eure Meinung zu dem Spiel, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und man sieht sich im nächsten Video wieder. Macht's gut.